Hallo und herzlich willkommen zu einem Video von mir. Ich bin Vero und heute habe ich ein super, super, super cooles Video für euch. Denn heute mache ich das Video 24 Stunden Gelb essen. Dazu bin ich natürlich passend gekleidet und diese Videoidee kam wieder von einem Zuschauer. Also wenn ihr auch Videoideen habt und ich sie machen soll, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, ich habe momentan nur die üblichen Sachen in Gelb, die zu essen sind zu Hause, zum Beispiel Eier oder Banane, aber ich werde für den Tag schon mehr brauchen. Also das Erste, was wir machen werden, ist einkaufen und dann denke ich mal, ohne weiter zu reden, werden wir mal starten. Zurückgekommen und es war zum Teil sehr einfach, denn ich wusste gar nicht, ich habe noch nie darauf geachtet, dass es im Supermarkt so viel Gelbes zu essen gibt. Aber zum Teil war es dann auch schwierig, weil ich kann ja nicht alles mitnehmen. Und ich glaube, ich habe vielleicht etwas mehr als nötig mitgenommen. Aber das werden wir ja im Laufe des Tages sehen, was ich benutze und was nicht. Und was ich mir jetzt erstmal zum Frühstück mache, ist ein Smoothie Bowl, aber diesmal mit Mango, da Mango ja auch gelb ist. Also ich liebe Smoothie Bowl über alles, das ist mein Lieblingsfrühstück. Und ja, ich habe das mit Mango schon mal gemacht, also es ist nichts Neues. Und ja, das ist richtig lecker, ich glaube sogar mein Lieblings-Smoothie Bowl. Und das werden wir dann jetzt auch mal machen. So, was wir ganz einfach brauchen, ist Mango, gefroren natürlich, und Milch. Und dann hinzufügen und dann ist es eigentlich auch schon fertig. Werde ich das auch schön dekorieren. Tada! Schaut mal mein Mango Smoothie Bowl, richtig gelb mit Mango noch so. Und jetzt werde ich das essen. Oh, ich liebe das. Das ist mein absoluter Lieblings-Smoothie-Bowl. So, es ist Mittagszeit. Das heißt, wir machen uns jetzt Mittagessen. Und in dem Fall dachte ich mir, es wäre ganz gut, wenn wir uns Macaroni and Cheese machen. Das ist ja alles schön gelb und einfach. Und ja, dann dachte ich mir mal, machen wir das mal. Und hier habe ich schon die Zutaten. Und ja, dann werden wir das machen. Okay, jetzt ist die Macaroni and Cheese Soße fertig. Die Nudels hatte ich schon fertig und jetzt werde ich sie zusammentun und dann können wir essen.
bin damit komplett fertig. Und jetzt werde ich es auch in einen Teller hinzufügen und ja, dann werde ich es auch. So, hier habe ich meine Macaroni and Cheese. Sind gelb, ist lecker und war eigentlich sehr einfach zu machen. Also bis jetzt war diese Challenge richtig gut und ich glaube von den Farben her bis jetzt meine Lieblingsfarbe, was hier als Essen betrifft. Und ja, dann werde ich sie auch essen. So, und zum Trinken habe ich die Fanta. Ja, ich finde es auch richtig gut, dass ich Fanta trinken kann. So, und jetzt werden wir uns auch etwas Fanta hinzufügen. Okay, dann machen wir es. Schön gelb. Auch richtig lecker. Das ist wirklich eine richtig gute Challenge mit dieser Farbe. So, es ist immer noch Mittag und jetzt dachte ich auch an einen Snack. Und was passt perfekt zu einem gelben Snack? Chips! Gelbe Chips, naja, generell fast alle Chips sind gelb. Aber ja, ich habe mir die hier besorgt und ja, dann werde ich die mal snacken. Och, das ist so eine gute Challenge. Ich mache die jetzt auch. So, es ist jetzt auch abends Zeit und zu Abendessen habe ich hier so Butterbrot, also sieht richtig gelb aus und dann Käse drauf. Also komplett gelb, nichts geschummelt und ja, ich weiß ja, wie das schmeckt, ganz normal. Und dann habe ich mir mal aber was Neues gekauft, was ich normalerweise nicht so trinke. Und zwar so ein Smoothie mit Ananas, Banane, Kokos und mehr. Das ist was ganz Neues für mich und deswegen werde ich das mal auch als erstes probieren. Oh, das ist richtig lecker. Ich glaube, vielleicht habe ich das schon mal probiert, aber ich bin mir nicht sicher. Jedenfalls ist es richtig lecker und schön gelb von innen. Vielleicht könnt ihr es nicht sehen, aber es ist schön gelb. Und ja, dann werde ich mal weiter essen. So, und das war's mit diesem Video hier. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Mir hat's sehr gefallen. Ich glaube, das war eine ziemlich coole Challenge. Und falls ihr das gleiche Video wollt, aber in anderen Farben, vielleicht blau, lila, rot, sonstiges, schreibt es mir gerne unten in die Kommentare. Und ja, abonniert diesen Kanal, um keine weiteren Videos zu verpassen. Und außerdem ist es einfach und gratis. Und hier auf diesem Kanal macht es sehr viel Spaß. Und unterstützt dieses Video mit einem Like. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Tschüss!